tracing the effects of the material social process. Wir haben aus dem SFB heraus die Veranstaltungsreihe Refiguring Spaces für das Haus der Kulturen der Welt konzipiert und kuratiert, bei der Teilprojekte aus dem SFB heraus relativ früh Forschungsfragen und Methodenfragen an ein größeres Publikum adressieren können. Diese Ergebnisse, die Erkenntnisse und die Ergebnisse aus diesen Veranstaltungen fließen dann wieder zurück in die Forschungen und befruchten so den SFB und vernetzen auch die Projekte relativ früh miteinander. An der Schnittstelle zwischen Raumsoziologie, Architektur, Urbanistik und Geografie wollte die Konferenz einen interdisziplinären, methodischen Diskurs über die Instrumente der Kartierung für die Raumforschung anregen. Dabei wurden zwei methodische Diskurse zur Datenintegration gegenübergestellt, nämlich der soziologische Diskurs über Joint Displays und die raumwissenschaftliche Diskussion über das Mapping. Fotografien und Bilder werden in Kunst und Wissenschaft sehr unterschiedlich eingesetzt. Welche Wirkung wird Fotografien und Bildern aus Sicht der verschiedenen Disziplinen denn zugeschrieben? Welche Rolle haben die Bilder in der Kunst und in der Wissenschaft? Und wie werden sie dort jeweils bewertet? Anhand von vier Teilprojekten des SFBs diskutierten Soziologen, Kunstwissenschaftler, Künstler, Architekten, Medienwissenschaftler und Urban Designer den methodischen Einsatz von Bildern. Bei Kontrollzentralen handelt es sich um Räume, die mit neuesten Informationssystemen ausgestattet sind. Sie dienen der Überwachung, regeln und steuern öffentliche und private Räume und Infrastrukturen in der Stadt. Wie sehen solche Kontrollzentren aus? Wie verändern elektronische Medien das kommunikative Handeln in diesen Zentralen? Und wie wirkt sich das auf die Kontrolle des Außenraums aus? Experten aus der Praxis und der Wissenschaft kamen miteinander ins Gespräch. Einige junge Wissenschaftlerinnen aus dem Graduiertenkolleg des SFBs organisierten die internationale Summer School Spaces of Hope im Sommer 2019. Cindy Katz, eine international renommierte Kulturgeografin und Professorin aus New York, gab im HKW eine Keynote-Lecture, in der sie unter anderem ihr Konzept von Counter-Topography vorstellte. And it does seem to me that fear recognizes distance, for sure. And in fact, that's kind of what produces fear, is all of this outside. But rather than embrace it or think that you can go in it and that you can be at home in the world, that you retreat from it. And in retreating, you build walls and you build fortresses and you put security cameras and all of that, which create the not spaces of non-hope. Digitalen Tools entwickeln Architektinnen oft hochgradig ästhetisierte Visionen von urbanen Zukünften. Wie stark prägt denn diese Art der Visualisierung unsere Vorstellung von städtischer Zukunft? Und wie verändern digitale Medien wiederum die städtebauliche Planung und die Sicht auf städtische Räume überhaupt? Gemeinsam mit Expertinnen der Stadtplanung und Visualisierung diskutierten die Teilnehmenden geplante Stadtvisionen der Vergangenheit und der Zukunft.
Thank you.